Guten Morgen, ihr Lieben. So, ich habe mich in die Laufklamotten geworfen, weil heute geht's definitiv laufen, bevor ich mich dann anziehe, schnell was einkaufen gehe und zur Angie fahre. Von da an bin ich schon wieder ein bisschen im Druck, weil ich irgendwie so gedacht habe, so, oh, noch eine halbe Stunde im Bett, oh, noch eine Viertelstunde im Bett. Und jetzt ist es auf jeden Fall wieder knapp. Von da an laufe ich jetzt los. Aber wir haben es nur 12 Grad. Von da an habe ich heute mal mein neues Laufoberteil an. Ja, langärmlich. Ich denke, es ist besser bei der Temperatur. Gut, Hose ist kurz, aber obenrum will ich lang. Yeah, ich probiere es einfach aus. Gut, dann geht's jetzt los. Heute lässt es ganz entspannt angehen. Liegt auch daran, dass mir natürlich ein paar Tage jetzt laufen fehlen und ich es jetzt nicht direkt übertreiben will. Deshalb schön langsam und gemütlich. Und ich habe mein Stirnband heute weggelassen. Ich habe gedacht, 12 Grad schwitze ich vielleicht nicht so. Werden wir mal sehen, ob das klappt. Also nach knapp 2 Kilometern jetzt, ja fast 3, ja schön langsam getrabt. Man merkt so ein bisschen in den Beinen, dass nicht gelaufen ist, finde ich. Aber ansonsten geht's. Und ich vermisse meinen Schweißband. Mir läuft die Soße. Naja, wird schon klappen. Geschafft. Angekommen. 8,62. Voll zufrieden. Passt. Ich werde jetzt schnell erstmal Katzenfutter einkaufen gehen. Sonst habe ich hier, glaube ich, eine Revolution. Nein, so schlimm ist es nicht. Sie haben schon was gekriegt. Aber Katzen sind da so. Also, wenn der Napf leer ist, dann. Oh Gott. Oh Gott, wir müssen verhungern. So sind Katzen. Ja, deshalb mache ich jetzt nochmal schnell einen Abstecher zum Markt meines Vertrauens und besorg Katzenfutter. Na dann, holen wir mal schnell das Katzenfutter. Alles klar, dann haben wir es wohl. Schnell nach Hause, Näpfe voll machen und dann ab zu Angie. Alle versorgt. Wie süß. Und jetzt aber schnell ab zu Angie. Oho, ich muss gar nicht klingeln. Nein, hallo. Ich gehört. Du hast mich gehört. Ja, ich höre dein Auto, wenn du hier einpackst. Hallo. So. Ich hab alle Fenster auf. Kommst du rein? Ich komme rein. Angie zaubert uns wieder eine Köstlichkeit. Ja. Ja. Ja, wir müssen früh Mittag essen heute. Ich habe spät, du hast spät. Wir haben beide spät. Ja. Ist eigentlich ganz ungewöhnlich, dass wir uns heute hier an einem Dienstagvormittag zum Essen treffen. Ja, ich muss erst um 14:45 auf der Arbeit sein. Und ich arbeite um 13:30. Ja. Ich fange um 13:30 an. Ja, aber ich bin früher fertig als du. Aber ist trotzdem lang genug. Ist ja trotzdem blöd. Naja, ja, gut. Was soll das, ne? Was soll das? Was soll das? Wir werden auf jeden Fall Essen machen. Genau, lecker Essen, so wie ich das sehe, sind das Schnitzel. Schnitzel, Kartoffel und Gemüse, genau. Und super. Dann genau richtig für den harten Arbeitstag. Ja, auch endlich mal wieder was Gescheites gekocht, ne? Ich finde immer, wenn man irgendwo dann war, wo man so Essen dabei hat, freue ich mich dann immer auch irgendwann wieder selber kochen zu dürfen. Weil es immer nicht was anderes ist. Du machst ja auch nur Dose auf. Meistens. Oder Pizza in den Ofen oder richtig. Raviolis.
an Raviolis scheiden. Kann ich jetzt nicht, weil mein Sohn meine ganzen Vorräte gefressen hat jetzt am Wochenende. Deine ganzen Vorräte? Ja, wie viele Vorräte hattest du denn? Ich hatte zwei Dosen. Ja, und noch ein paar 5-Minuten-Terrinen und bla bla bla. Und das hat er alles gefressen. Ja, der kriegt halt nichts zu essen. Der ist in der Pubertät, der wächst. Ne? Ja. Muss man alles einschließen. Ja, aber was ich sagen wollte, an Ravioli scheiden sich ja unsere persönlichen Geister. Ich würde das ja nie essen. Ich finde das schon, wenn es aus der Dose kommt, sieht das eklig aus. Und es ist, fühlt sich glitschig an im Mund und es ist überhaupt nicht lecker. Aber du magst es, ne? Ja. Ja, gut. Na gut, jetzt gibt's was Besseres. Ja. Nach dem Essen sollst du ruhen. Gelle? So, ja, sieht's aus. 10 Minuten, ne? Bevor es losgeht. Ich komme. Einen kurzen Moment, bevor wir gleich weiter müssen, ne? Ja, genau. Hm? Du kommst auch? Katze kommt auch, sehr ja. Schön. Komm. Na du. Hm? Komm hier. Ja, komm. Hm? Mein Schatz. Ja, so schlafen wir mal gerne, ne? Wenn du nicht tobst, dann schläft er und schnurrt. Angie verlässt mich, sie zieht von dannen. Ganz alleine lässt sie mich. Tschüss, Loki. Bis dann. Hm. Tschüss. Tschüss. Hm. Ja, ich muss auch gleich los. Aber ich habe noch 10 Minuten Zeit und nutze die Zeit zum Daten hin und her schieben. Ich muss dann jetzt auch zur Arbeit los und verlasse den kleinen Loki. Loki, tschüss. Ja, okay, auf geht's. Heute bin ich knapp unterwegs. Keine Zeit. Bis nachher. Feierabend. Ja, boah, sorry nochmal für das kurz angebunden sein vorhin, aber ich bin hier 4-5 Mal um den Block gefahren und habe keinen Parkplatz gefunden. Und ich hätte heute um 13.45 Uhr da sein müssen und um 13.46 Uhr bin ich quasi gerade so reingeschluppt. Das war also verdammt knapp. Normalerweise würde ich sonst mich nicht ganz so kurz halten. So, jetzt geht's aber nach Hause. Ich will dann das Video von heute noch fertig machen, wobei das habe ich in der Pause schon echt fast fertig bekommen. Ich bin sehr stolz auf mich und sehr zufrieden mit mir. Deshalb jetzt nach Hause. Morgen steht da ein bisschen was anderes an. Da möchte ich zum einen wieder ein bisschen Ordnung in die Bude bringen und zum anderen muss ich ein Video produzieren. Ich möchte. Und zwar, ich verrate das morgen. Ich bin zu Hause angekommen, was ein Glück. Und hier ist mein Großer. Ja, mein Großer. Nicht, dass ihr denkt, der wird vernachlässigt. Nein, das ist immer noch mein Allerbester. Ja. Heute bin ich so in der Stimmung, ich könnte jetzt direkt was essen noch. Aber mache ich jetzt natürlich nicht, weil wäre ein bisschen kontraproduktiv. Ja, ich werde mich jetzt direkt ans Video setzen und da noch ein bisschen was dran tun. Wie gesagt, da ist es gar nicht mehr viel. Ich glaube, es sind jetzt noch die letzten 2 Minuten mit Musik zu unterlegen. Das ist ein Klacks. Und dann so langsam überlegen, wie ich die Aktion für morgen plane. Aber das kriege ich hin. Gut, die Vlogs sind jetzt, glaube ich, allesamt ein bisschen kürzer. Aber was soll ich krampfhaft in die Länge ziehen, wenn die Tage nicht viel mehr hergeben? Mal sehen, was wir morgen machen. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Alles klar. 18 Uhr, wie immer, daily.